Die Astronauten auf der Internationalen Raumstation haben ein Leck am Kühlsystem der ISS festgestellt. Durch das Loch entweiche Ammoniak in den Weltraum, das als kleine weiße Flocken sichtbar sei, erklärt die NASA. Zwar stelle das Leck laut NASA weder für die Astronauten noch für die Station eine Gefahr dar, dennoch sei es ein sehr ernstzunehmendes Problem, erklärt Wladimir Solowjow, der bei der russischen Weltraumbehörde für den russischen Teil der ISS zuständig ist. Nur der US-Teil der Station sei betroffen, erklärt er der Agentur Interfax. Experten aus den USA und Russland diskutieren demnach über einen Notfall-Außeneinsatz, der bereits am Samstag stattfinden könnte. Erst im November 2012 hatte es einen solchen Einsatz gegeben, um ein ammoniak zu schließen. So,